einmal um die Welt in unter 5 Minuten. Das schafft die britische Sängerin Cher Lloyd mit ihren Songs, die sie seit 2011 immer erfolgreich veröffentlicht. Seit ihrem 2014er Album Sorry I'm Late ist viel passiert, wie sie uns im Interview erzählt. So my last album came out in 2014. Mein letztes Album ist 2014 erschienen. Das ist natürlich sehr lange her. Seitdem habe ich viele Songs veröffentlicht und würde es lieben, ein neues Album rauszubringen. 2020 was crazy. Das letzte Jahr war echt verrückt und ich bin dankbar, während der Zeit überhaupt etwas veröffentlichen zu können. Wenn es wieder geht, will ich wieder ins Studio gehen und den Feinschliff für ein Album erledigen. Getting back into a studio when I can and writing more and putting together the finishing touches to an album. Mittlerweile ist die Musik im Streaming-Alter angekommen. Das heißt, einzelne Songs spielen eine größere Rolle als ein Album auf dem Musikmarkt. Wie ist es bei Cher? I still really believe in albums and ich glaube immer noch sehr an Alben und die beiden, die ich veröffentlicht habe, liebe ich sehr. Das Aufnehmen, Kreieren, den ganzen Prozess dazu. Ich glaube aber auch, dass wir in einem Zeitalter leben, in denen die Singles den Ton angeben. Ich liebe es, meinen Fans neue Musik zu geben, aber ich würde ihnen lieber ein ganzes Werk geben, in dem mein Herz und meine Seele stecken. A whole body of work that I've poured my heart and soul into, and those songs. Es gibt Songs, die mir die Welt bedeuten, die nicht unbedingt eine Single sind. Ich würde meinen Fans gerne meine Story erzählen. I'd still like to be able to give my fans my story. Die aktuelle Single von Cher Lloyd ist das sehr tanzbare One Drink Away. Die Sängerin nimmt uns mit ins Nachtleben und da kommen wir doch gerne mit. So One Drink Away is about being out with your friends, you're having a great time. In One Drink Away geht es darum, dass du mit deinen Freunden unterwegs bist und ihr eine tolle Zeit habt und von keinem Typen gestört oder angemacht werden wollt. Es ist wahrscheinlich mein frechster Song bisher, weil es so deutlich ist. Geh weg, ich bin einen Drink davor, dir zu sagen, zu gehen. Zu einem perfekten Abend passt auf jeden Fall auch der ein oder andere Cocktail. Deshalb stehen auf der Karte jetzt auch One Drink Away, eigens entwickelte Longdrinks. Welcher Song hat das schon? Wir haben Cocktails erfunden, die zu den Lyrics von One Drink Away passen. Der Sucker Sangria ist mein absoluter Favorit. Als ich die Bridge geschrieben habe, fand ich es so lustig. You can find another sucker. Ich liebe das Wort, es funktioniert einfach. Und der Drink schmeckt fantastisch. I just love that word. It really works. And the drink just tasted fantastic. So you can find them. Im Laufe der Jahre hat Cher schon mit vielen großen Namen zusammengearbeitet, beispielsweise Mike Posner und T.I. Mit wem würde sie gerne mal zusammenarbeiten? I've been really fortunate to work with. Ich hatte Glück und konnte mit tollen Leuten zusammenarbeiten, so wie bei Demi Lovato auf dem Song Really Don't Care. That whole experience was incredible. I loved it. And das war eine echt tolle Erfahrung. Wenn ich also andere Leute aussuchen könnte, ich liebe Anne-Marie. Sie und ihre Songs sind fantastisch. Ich liebe Sam Smith schon immer und noch viele andere. I love Sam Smith. Always have, always will. I admire. Es ist einfach so aufregend, wenn Leute mit unterschiedlichen Sounds zusammenkommen und tolle Songs entstehen lassen. People can come together, totally different sounds, and create such incredible songs. Ob nun also solo oder im Duett mit unseren LieblingskünstlerInnen. Cher Lloyd ist immer ein Stück Gold für unsere Playlists und bringt bald hoffentlich mehr Musik raus. Hey, I'm Cher Lloyd and you're watching Bubblegum TV.